Ich spreche dazu nun mit der stellvertretenden Landeschefin der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz, Stefanie Loth. Guten Abend. Guten Abend. Die Polizei in Trier spricht von einem beispiellosen Gewaltausbruch. Das klingt so, als ob die Polizei dort noch nie solche Gewalt erfahren hätte. Wie außergewöhnlich ist das denn, was da vergangene Nacht in Trier passiert ist? Ja, zuerst mal verurteilen wir diese Gewalt, das Zusammenrotten und das gewalttätige Angreifen aus der Gruppe heraus gegen unsere Kolleginnen und Kollegen auf das Schärfste. Und vorneweg, wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen gute Besserung, dass sie bald wieder auf die Beine kommen. Und ja, das ist in diesem Ausmaß schon sehr ungewöhnlich, aber tatsächlich reiht es sich ein in eine Kette von mehreren Ereignissen, die wir hatten mittlerweile in Rheinland-Pfalz und auch deutschlandweit. Welche Situation muss denn gegeben sein, damit Polizisten Warnschüsse abgeben dürfen, so wie es in der vergangenen Nacht erfolgt ist, oder auch Warnschüsse abgeben müssen? Ja, also diese Eisenstangen und die ganzen Flaschen, die da geflogen sind, das ist schon sehr, sehr bedrohlich gewesen. Die Unterzahl, die wir da vor Ort hatten, das macht einen schon ausreichend hilflos und dann fühlt man sich so bedroht, dass man sich nur noch so wehren kann, dass man eben versucht, Eindruck zu machen. Und das dürfte der Grund für diese Schüsse gewesen sein. Und wenn man sich 40 Menschen gegenübersteht, die aggressiv sind und aktiv sind mit diesen Werkzeugen, ist man schon in sehr bedrohlicher Situation. Inwiefern werden denn die Einsatzkräfte der Polizei in ihrer Ausbildung auf solche Situationen vorbereitet? Also es gibt gute Trainings und wir haben das in Rheinland-Pfalz auch nochmal angepasst nach den Geschehnissen in Kusel, nach dem grausamen Mord. Also da musste man auch nochmal überdenken und auch das hier wird wieder dazu veranlassen, wieder zu überprüfen, anzupassen. Das ist ein stetiger Prozess. Und es wird sehr viel trainiert und das ist auch die Forderung der Gewerkschaft der Polizei, viele Trainingsmöglichkeiten zu schaffen. Also A, weil man auch die Zeit hat, um das Personal das zu tun. Und B, auch um die Trainingsörtlichkeiten geht es uns auch. Die müssen an allen Standorten gut vorhanden sein, auskömmlich, dass wir dort trainieren können. Nun heißt das Phänomen, um das es hier geht, fachsprachlich gruppenbezogene Gewalt. Von welcher Häufigkeit und welcher Intensität von gruppenbezogener Gewalt müssen wir in Deutschland heute denn ausgehen? Das ist, glaube ich, ein Stück weit auch noch zu erforschen. Und wir wünschen uns dazu einen Expertenrat, den man einrichtet, um Fachwissen zusammenzuholen, Menschen, die in der Gesellschaft stehen oder auch forschen, um das zusammenzutun und das zu analysieren. Das wäre ganz wichtig und das auch mal auf den Punkt zu bringen. Was können wir denn da tun? Wir haben das jetzt nach Silvester diskutiert. Wir diskutieren das immer nach Fußballspielen. Ja, Gelegenheiten gibt es genug, aber es gibt jetzt auch mal endlich den Druck, dass wir auch davon ausgehen, dass sich die Politik jetzt auch so intensiv damit befasst, auch ein paar Schlüsse draus zu ziehen. Und das ist jetzt nicht nur die Anschaffung eines Hilfsmittels, was weiß ich, mehr Bodycams oder so, sondern sich konkret damit zusammenzusetzen und damit etwas Neues auf den Weg zu bringen. Das erhoffen wir uns jetzt. Wie steht es denn um die Akzeptanz der Autorität der Polizei in unserer Gesellschaft? Ich glaube, da steht es nicht so besonders gut. Wir haben auch mittlerweile schon ein paar Zuschriften bekommen. Da sagen Bürgerinnen und Bürger, dass sie die Tat durchaus verurteilen, aber auch nicht unbedingt ein besonders hohes Bild von der Polizei haben. Nun, jeder hat so sein eigenes Bild, aber insgesamt stellen wir fest, die Respektlosigkeiten nehmen zu uns gegenüber. Das Gewaltpotenzial hat sich schon auf einem relativ hohen Level eingependelt, was nicht gut ist. Statistisch lässt sich das relativ schlecht vergleichen mit den letzten 2 Jahren, weil während Corona Dinge einfach nur mal anders waren, es weniger Gelegenheiten gab, zu feiern, zusammenzukommen. Aber die Zahlen sind trotzdem ansteigend und haben sich hoch eingependelt und das ist überhaupt kein gutes Zeichen. Ich glaube, das können Ihnen auch andere Berufsgruppen so schildern, wir aber auf jeden Fall. Und das zeigt, dass Polizist sein ein ganz besonderer Beruf ist und besondere Gefahren und Risiken mit sich bringt. Nun sagten Sie in einer Pressemitteilung nach den Vorkommnissen in Trier, dass sich der Rechtsstaat insgesamt eher schwach präsentiert. Können Sie das konkretisieren? Also es gibt verschiedene Bereiche und das ist oft dann, wenn jetzt auch hier von der Härte des Gesetzes gesprochen wird, das hat auch was mit Schnelligkeit zu tun. Also die Gesetze, die wir haben, auch schnell umsetzen zu können. Also ich erwarte mir, dass man auch unter einem Jahr eine Anklageerhebung erfolgt. Und das ist sowohl für Polizei sehr anspruchsvoll als auch für die Justiz, das schnell zur Anklage zu bringen, das zum einen zu ermitteln. Das braucht unheimlich viel Aufwand und Personalintensität. Da werden unheimlich viele Handys ausgewertet werden müssen, das
braucht unheimlich viele Stunden an detaillierter Kleinarbeit. Und auch bei der Justiz wird das so sein, bis die Akten dort sind. Aber ab da wird es auch so sein, dass die auch eine gewisse Zeit brauchen, um das, diesen Vorgang zur Anklage zu bringen. Und dahinterher, ja, es endet mit dem Strafvollzug. Auch da ist die Personalsituation nicht die beste. Also überall muss auch mehr Personal rein. Das sagt die stellvertretende Landeschefin der Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz, Stefanie Loth. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch.